Hallöchen, Lootfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen, bestimmt fantastischen Folge von Conan Exiles Age of Calamitous. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute wieder Großes vor, meine Lieben. Wir werden heute in die namenlose Stadt gehen und uns ein bisschen dort durchmetzeln mal wieder. Es ist immer wieder schön, in die Stadt zu gehen. Da habe ich Lust drauf. Stadt ist toll. Stadt ist Liebe. Stadt ist Tod. Stadt ist... genau das Richtige für mich. Mir ist vorher aber was aufgefallen, als ich hier noch ein bisschen herumgelaufen bin in der Basis. Da ist wieder eine Kiste da. Ist da was Neues drin? Ich dachte, die wäre weg gewesen. Lang lebe die Gottkönigin des Kults. Oh. Oh. Huh. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das können wir brauchen. Das können wir brauchen für unsere Abenteuer heute. Und ich wollte mal, das wurde ja schon gefühlt vor einer halben Ewigkeit vorgeschlagen, das mal zu machen. Und ich finde, heute ist es vielleicht soweit. Ich weiß nicht, ob wir die Ressourcen dafür haben. Aber eventuell kriegen wir das heute hin. Ja, hier mal den Varian Specialist. Gut, den weiß nicht. Ich irgendwie brauche ich den jetzt noch nicht. Aber was ich gerne hätte, genau, Inferno. Damit wir noch ein bisschen mehr brutzeln können. So, schauen wir mal. Was kostet das denn? Das ist ja gar nicht mal... Ja, Bitter Crenilla. Haben wir hier noch was vom Bitter Crenilla Dust? Nö. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo Bitter Crenilla Dust und Fire Blooms haben. So. Die volle Alchemie-Dröhnung haben wir hier auf jeden Fall. Noch eine kleine Ergänzung übrigens zur letzten Folge. Ihr könnt auch Samen kaufen tatsächlich, wenn ihr den richtigen NPC habt für Geld. Also ich nehme alles zurück. Es gibt doch noch ein bisschen mehr mit dem Geld, das ihr anstellen könnt. Okay, hier haben wir schon mal nix, oder? Warte mal, was war das da unten? Da ist der Mystical Dust zumindest schon mal. Das ist schon mal gut. Und dann müssen wir mal schauen. Bitter Crenilla. Haben wir da noch 10? Firebloom haben wir auf jeden Fall. Haben wir noch Bitter Crenilla direkt da, die wir verarbeiten können? Ich weiß immer nicht, wie die Dinger aussehen. Bitter Crenilla Plant. Da ist sie. Gut. Wunderbärchen. Wahrscheinlich haben wir auch beim Alchemisten noch was drin. Könnte sein. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen Bitter Crenilla Dust. Dann machen wir uns ein paar Infernöchen. Wie viel kriegen wir? 7 Stück? Ja, das passt. Ich hoffe, das sind dann auch 10 gleich. Oder? Ja, 5. Okay, 5. Ja, reicht uns, oder? Können wir hier so ein schönes Inferno zünden? Wenn wir das möchten. Es scheitert am Mystical Dust tatsächlich. Müssen wir mal ein bisschen was herstellen wieder. So, 35 haben wir, ne? Wenn ich das richtig sehe. Okay, den müssen wir dann irgendwie immer auf den... Naja, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Wird alles gut, habe ich gehört. So. Und da wir natürlich bösartige Viechers jagen werden, packen wir uns das hier mal rein. Damit wir in der Stadt gleich fröhlich, fruchtig die Blood Power Gems bekommen. Denn die holen wir uns ja immer so nebenbei so ein bisschen, ne? Blood Magic habe ich nicht vergessen, meine Lieben. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr langer Prozess mit der Blutmagie. Das dauert. So. Da sind wir. Bestie ist bereit. Ist gefüttert. Wir legen los. Wir legen los mit Abbauen. Nein, die Steinchen können wir auch immer so ein bisschen brauchen. Na, das schadet gar nicht, die mal mitzunehmen. So. Bestie, bitteschön. Das ist kein AOC-Mob, aber er darf trotzdem sterben. Ich meine, wir könnten auch theoretisch, ne, wir könnten theoretisch jetzt auch super... Was ist denn da hinten los? Wir könnten theoretisch auch super schnell über Bauen leveln.
Aber wo bleibt der Spaß? Wo bleibt da der Spaß? Ja, ist ja für euch viel spannender, wenn wir das über den harten Weg machen. Ist nicht effektiv, aber man muss immer so ein bisschen schauen, dass es auch ein bisschen für euch spaßig ist. Und ich glaube, wenn wir das über das Töten von Monstern machen, dann ist es für euch ein bisschen spannender. So, nehmen wir mal die Büschchen mit hier. Bären gehen auch immer. Und vor allem brauchen wir auch wieder Vulkanbienen, damit wir unsere Fischerei ausstatten können. Und die Musik war weg. Entschuldigung, haben Sie Musik gesehen? Nein? Schade. Möchte mal gucken, was... Ach, die prügeln sich da mit den Reliquien, mit den Schatzsuchern, ne? Mit den Reliquien, mit den Schatzsuchern, ja. Prügelt euch mal. Macht sie fertig, die Schweine. Oh. Hier bin ich zu groß? Naja, wir könnten natürlich schleichen. Ah, so. Hi. What will it be? Ah, ja. Die verkauft hier so ein Certificate. Ja. Bestie, du mischst dich hier nicht ein. Ich glaube, uns lassen sie noch in Ruhe. Wo ist die Bestie eigentlich? Ja, sie prügelt sich gerade nicht, das ist das Gute. Sie ist gerade nicht am Rumprügeln, okay. Mobs sind tot. Rest in Peace, Schatzsucher. Ist ja eigentlich immer Free Loot, ne? Kannst du immer herkommen und kannst dir erstmal hier die Leute schnappen. Hier steht ein Captain. Mal so ein bisschen rumgucken, was wir so da haben. Nicht, dass ich jetzt großartig farmen wollte, aber... Entschuldigung, Sie stehen in der Tür. Junger Herr. Ah ja, da ist wieder die Camilla. Genau, gut. Hat sich das auch geklärt. Gut, dann wollen wir mal aufs Schlachtfeld reiten. In die Schlacht, Brüder. Oh, scheiße. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin weg. Ach ja, das ist ja das... Das verdammte Wengul-Camp. Das geht ja super los. Das geht ja... Alter Verwalter, es geht ja heute spitzenmäßig los, du. Das geht los hier heute mit Flucht. So. Okay, hier glaube ich, sollten wir erstmal sicher sein, wenn die Bestie noch nachjoint. Oh, hier ist Schwefel, oder? Ist das Schwefel? Sieht sehr stark nach Schwefel aus. Nice, neuer Schwefel-Farmspot Nummer 1. Die verdammte Stadt. So, wo genau sind wir jetzt? Wir sind hier, okay. Und hier, das ist ja neu, ne? Da ist jetzt das Cold Embrace Camp, glaube ich, oben. Ich würde es mir ganz gern anschauen. Aber erstmal Großdrachen töten. Ist auch nicht out. Oh Gott. Zeit fürs Inferno! Inferno! Cool. Inferno funktioniert. Na, der zahnt aber ganz schön, du. Er zahnt ein bisschen. Und dem Papa ist alles egal, scheinbar.
Das finde ich cool. Weißt du, das mal. Der ist Father of the Year auf jeden Fall. So, Drachenknochen können wir nämlich auch brauchen. Für unsere lustigen Anstrengungen bezüglich. Hier Geld und so. Ne? Gehen Drachenknochen auch. So, wir holen uns gleich den Pfarrer. Aber erstmal hier noch ein bisschen. Bisschen Zeug mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. So. Gut, La Bestia. Ach komm. Ist ja nur der Pfarrer. Ist ja nur der Pfarrer. Bestie, würdest du. Bitte, bitte, bitte. Mit ganz viel Zucker obendrauf. So viel zum Thema Pets bleiben. Au. So viel zum Thema Pets bleiben nirgends mehr hängen. Nein, natürlich nicht. Funcom. Macht euren verdammten Mist, ey. Es ist. Ah. Aber die Bestie hat sich befreit. Ist das nicht schön? Sie ist wieder frei. Freiheit für die Bestie. Hi. Na? Au. Ist nur eine Fleischwunde. Tschüss, Pfeil. Tschüss, Bombardier. Ganz unfreundlicher Geselle, ne? So, und das ist alles, was er droppt, also nix. Oh, was sind denn das für nette Gesellen da vorne? Und hier, glaube ich, waren wir auch noch nicht drin, oder? So, also der grüne Drache lohnt sich als Boss echt gar nicht, ne? Der droppt ja. Oder kann der irgendwas droppen und ich hab's halt nicht bekommen, weil ich so ein kleiner Glückspilz bin. Achso, hier ist gar nichts, alles klar. Ich dachte, hier wäre was. Aber nein. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Schauen wir mal, was da so ist. Jetzt ist der Moment, wo ihr die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen könnt, weil ich in meinen Tod laufe. Moment.
Moment. Wenn ich eine Sache gelernt habe, in meinen 15 Jahren AOC. Dann ist es, eine Bettstadt zu bauen. Oh. Ja, mach die mal, ne? Ist das... Ne, ist nur ein Grunt. Der sollte keine Pupswolke hinterlassen. So eine kleine Beschäftigung, ne? Für die Bestie, die freut sich. Hat sie was zu tun, während ich hier was herstelle, hat was zu spielen. Wunderbar. So. Ah, ist schon tot. Hast du gut gemacht, Bestie. Was haben wir hier? Silver Pouch. Nice. Und, oh, gehärtetes Leder. Hm. Ach, guck mal, die geben Blood Power Gems. Finde ich gut. Und Moon Silver. Nice. Okay. Wir gehen rein. Das könnte auch... Nee, das müsste das Cold Embrace Lager sein. Oder irgendwie zumindest ein Cold Embrace Außenposten gedöns. Hallo? I am mortal. Ach herrje. Ach herrje. Ach, das Cynarus. Bestie, wir gehen. Huch, da ist gerade... Alter, wir machen da so viel Schaden. Huiuiui. Oh, da ist jemand runtergefallen. Okay, warte mal. Wir reiten mal gen Sonnenuntergang. Okay, da drin ist nicht schön. Oh, ich muss weg. Ich glaube, die Bestie stirbt heute. Wir müssen hier ganz dringend weg. Oh Gott, da sind die anderen Viecher. Oh Gott, da ist die rote Mutter. Hi. Oh Gott. Ich glaube... Psst, Ruhe jetzt. Ich glaube, die Bestie hat's erwischt. Ich habe da so eine leise Befürchtung. Nee, sie lebt doch. Ha. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Hey Bestie, hi. Schön dich zu sehen. Alles fit? Du hast ein bisschen Schaden bekommen. Naja, so viel eigentlich gar nicht, ne? Ah, das war da... Die Zahlen, ne, die sind da reingerannt und reingekommen wie nix. Und da habe ich mir jetzt gedacht, oha, ich glaube, das war's. Aber alles gut. Bestie ist noch topfit. Nur dieses Lager ist ein bisschen unangenehm gewesen. Muss ich zugeben. War ein bisschen sehr unangenehm. Ich wollte ja eigentlich Bosse jagen, aber ich finde keine heute.
Ich wollte ja eigentlich Bosse jagen und nicht irgendwelche Camps auskundschaften oder so, aber... Dazu müssten wir welche finden. Lass uns mal Richtung Gawthorns Camp reiten. Oh ja, da haben wir wieder diese Dingsbums-Vorkommen. Logisch, dass wir die mitnehmen. Ich glaube, es wird gerade Nacht. Das finde ich nicht so gut. Finde ich gar nicht gut. Da ist ein kleiner Babydrache. Nee, es ist kein Babydrache. Ist ein... Keine Ahnung, was bist denn du für einer? Ein Drache... Ah doch, ist ein Babydrache. Okay, es wird jetzt Nacht. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal ein Päuschen. Weil in der Nacht muss ich hier nicht unterwegs sein. Kann ich mir auch gleich ins Bein schießen, habe ich mehr von. Das heißt, wir... Oder wird's wieder hell? War gerade Nacht? Ich bin mir... Wir warten einfach mal, bis es ein bisschen besser ausschaut. Hey Leute, es ist wieder hell. Es war tatsächlich, das war die Dämmerung gerade, die sich da eingestellt hat. Und jetzt sind wir am Morgen wieder. Toll, oder? Die Dämmerung des Morgens, wir sind da. So. Bisschen Kobalt mitnehmen. Brauchen wir, naja, werden wir sicherlich irgendwann noch in rauen Mengen brauchen, aber... Wir nehmen es mal mit. Tut nicht weh. Bringt Zeug. Und alles, was Zeug bringt, ist toll. Immer dran denken, Loot ist immer gut. Meine Lieben. Also schnappt ihn euch. Was ist hier eigentlich? Ein Hauch von nichts. Was auch schön. So ein Hauch von nichts. Alter, hier wäre ja eigentlich ein geiler Basisspot. Da oben, ne? Wir sind jetzt, wo sind wir genau? Wir sind an der Grenze, okay. Hier wäre eigentlich ein geiler Basisspot. Ich glaube, hier war sogar mal eine Basis, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber hier kommst du voll easy cheesy in die Stadt rein. So, und da ist dann Gawthorns Camp. Ich würde mir das gerne erstmal aus der Ferne anschauen, aber... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bäb. Da sind die Fiso-Beasts. Bäb. Sie schalten sich immer wieder mal ein. Das ist hier so Slenderman-Style. Boah, ich hätte ja schon gute Lust, die mal anzugreifen. Ich weiß aber nicht, ob die Bestie die schafft. Und ob es sich lohnt, ist auch die andere Frage, ne? Ach so.
Ganz langsam. Da ist halt so ein Vieh. Ich glaube, wir haben gezogen. Oh, da kommen alle. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet, dass dann alle kommen, wenn ich einen ziehe. Mist. Das ist ja echt eine Gruselwuselmusik hier. Oh, schade, hier kann man nicht hoch. Also Schaden hat die Bestie nicht genommen, aber wenn das so viele sind, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Wo sind eigentlich die AOC-Bosse? Oh, warte mal. Kriegen wir hier einen guten Einblick in dieses Camp da? Oh ja. Oh. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Und die Bestie hängt. Lass mich in Ruhe. Hi, Feuer. Au, ah, ah, das ist Alarican Black Feuer. Da darf man nicht reingehen. Wieder was gelernt. Ich bin so tot. Lass mein Pferd in Ruhe. Ich glaube, wenn ich jetzt hier runterspringe, könnte ich sterben. Nein. So. Ha, ha, ha. Ha. Huh. Huh, huh, huh. Das hier... eine Folge der Flucht. Hey, da ist noch einer. Den bringen wir um. Bestie, mach den fertig. Kill den Spinner. Kill ihn. Los. Jawohl. Und tschüss. Hui. Oh ja, endlich haben wir mal einen Boss gefunden, Leute. Nochmal den schwarzen Drachen. Immer wieder gerne. Es ist so doof, dass der dann immer in dieser Haltung erstmal verweilt. Klappe! Oh oh. Na, ist ja schön, dass wir überhaupt schon mal einen Boss gefunden haben heute, ne? Wir gehen mal ein bisschen auf die andere Seite, damit wir hier wieder raus können. Weil da wird ja die Pupswolke spawnen. Tja,
wenn er fertig ist. Sehr gut. Hast du gut gemacht, Bestie. Ein bisschen Schaden hat sie genommen. Aber nicht die Welt. Das gekochte Schweinegeschnetzelte ist echt gut. Das funktioniert prima. Es sieht so cool aus, dieses Camp. Ich glaube... Meine Lieben, das war ein Plague-Meteor. Ich glaube, wir werden uns das mal alleine anschauen, die Tage. Und mal so ein bisschen auskundschaften, wie wir da eventuell reinkommen. Beziehungsweise wie wir da effektiv farmen können. So. Jetzt aber würde ich mich noch auf dieses Schlachtfeld hier begeben. Das ist uns ja allen schon bekannt. Da sind ja die untoten Mistfinken unterwegs. Genau. Death. The night shall rise. Hui! Da ist gut was los. Oh Gott, das klappt nicht. Bestie, wo rennst du hin? Komm hierher. Friss Inferno! Will er denn jetzt hin? Weg ist er. Naja, gut. Ach so, warte. Wir haben ja da noch. Wir brauchen den Cleaver. Da ist er. Genau, für die Cursed Undead Remains. Achso, die Bestie prügelt sich jetzt da oben noch, ne? Ja, da wollen wir doch mal dazu stoßen. I have better things to do. The night shall rise. Schrei noch ein bisschen lauter. I can't stand the living. Ja. Wer kann das schon? So, her mit den Remains. Immer noch was? Nee. So.
Und ein bisschen Ektoplasma, das können wir auch brauchen. Ich glaube, da hinten ist ein Scorch-Kroko. Das legen wir noch, wenn es das ist. Wenn es ein Scorch-Kroko ist, dann legen wir das gleich. Das möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Ah ne, da liegt einfach nur ein toter... Ich glaube, das ist ein toter Raid-Typi. Zack. Zack. Ja, ist nur ein toter Raid-Typi. Den wir aber noch nicht geplündert haben. Gib mir deine Remains. So, und ein bisschen Ekto. Wunderbärchen. So, und damit soll es das für heute gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ein bisschen viel Flucht, ein bisschen Kampf. Alles dabei gewesen, ne? War super, finde ich. So. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt diesem Video hier einen Like und schreibt mir einen lieben Kommentar. In der nächsten Folge werden wir uns alleine hier aufmachen und uns dieses Camp hier mal ein bisschen anschauen und mal gucken, ob wir eventuell die Umgebung für uns ein bisschen nutzen können. Eventuell zum Thrall-Farmen, wer weiß. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.